Was geht und willkommen zu einem neuen kleinen Action-Spiel, würde ich einfach mal sagen, oder Beat'em-up-Spiel, nämlich ja wohl eins der realistischsten Schwert-Battle-Games, Hellish Quad. Habe ich auf Steam gesehen, sah mega gut aus. Ja, es ist noch im Early Access in einer sehr, sehr frühen Phase. Ich würde sagen, ich laber einfach nicht weiter drumrum und wir sehen uns gleich im Gameplay wieder, um euch das Ganze einfach mal ein bisschen zu zeigen. So, im Game angekommen. Wir sehen, die Grafik ist okay, ja, für so ein frühes Game. Ich weiß leider nicht, wie viele Entwickler dahinter stecken. Es sieht aber schon echt gut aus und von den Animationen, ja, hat einige komische Bewegungen, aber es sieht eigentlich schon ganz gut aus. Aber was das Geile an dem Spiel ist, es ist wirklich ja, realistisch. Jede Entscheidung, jeder Fehler kann den Tod bedeuten. Es ist nicht wie in einem klassischen Beat'em'up, dass man eine Lebensanzeige hat. Nein, ihr seht's. Einfach mal die Hand abgeschlagen mit einem Stich. Also es ist wirklich realistisch. Du musst wirklich aufpassen. In Deckung gehen, ausweichen. Wirklich Abstand halten und abwarten, den besten Moment. Um zuzuschlagen, um dann wirklich mit einem Hieb den Gegner auszuschalten. Es gibt da verschiedene, ja, ihr seht's, es gibt verschiedene Techniken, Kombos, gibt auch unterschiedliche Charaktere, kann ich ja nachher mal zeigen, was es alles für Modi und so gibt. Ist, wie gesagt, alles noch eine sehr, sehr frühe Phase, aber es sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe hier, wie gesagt, einfach mal so einen Kollegen genommen und auch die Soundeffekte sind schon ganz cool. Das Blocken. Machen wir den einmal jetzt fertig. Jawohl. das Blocken macht die AI oder die KI automatisch. Das klingt jetzt erstmal, oh, einfach, er blockt automatisch, aber das tut dem Spiel wirklich nicht weh. Also klar wäre es natürlich taktischer und wahrscheinlich anspruchsvoller, wenn man noch selber blocken müsste, aber ich brauche einfach keine Tasten drücken und mein Charakter blockt halt selber. Lediglich wenn wir schlagen oder uns bewegen, dann blockt er, glaube ich. Doch, beim Bewegen blockt er auch, aber wenn wir irgendwie, ja, sowas machen, dann blockt er nicht. Aber ihr seht, ein Hieb und der Kampf ist vorbei. Heftig. Also es ist wirklich Realismus oder realistisch gehalten. Man muss halt wirklich aufpassen. Es macht ungemein Laune auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, was da noch so an Modis und Features kommen. Also ihr seht, ich gehe gerade mega ab. Ihr seht oben links, mein Rekord war 10. Eventuell schaffen wir das hier zu packen. Schauen wir mal. Also es gibt nicht wirklich viel zum Spiel zu sagen. Es ist, wie gesagt, ein Beat'em'up. Schwert-Battle-Game auf Realismus. Man hat auch, wie gesagt, verschiedene Techniken. Ich kann hier den Gegner so mit so ein bisschen auf Distanz halten. Das war, glaube ich, nicht so gut. Gibt auch Griffe. Vielleicht schaffen wir es ein, aber er hat den Griff geblockt. Okay. Griffe sind auch ganz, ganz nice. Oder hier einfach mal zu schlagen. Okay, er blockt die ganze Zeit meine Griffe. Aber, oh, jetzt sind wir da einmal kurz hingelaufen. Da müssen wir wirklich aufpassen. Umso höher wir gehen in die Levels, beziehungsweise umso mehr Gegner wir erledigen. Ja, da haben wir schon. Wir haben zwei Chancen aktuell. Also, wir haben noch nicht verloren, aber oben rechts seht ihr, der hat mich jetzt einmal erwischt. Beim zweiten Mal war es das. Dann wird es nichts mit neuem Rekord. Ja, okay, schade. Ich versuche den die ganze Zeit mit dem Griff irgendwie zu erledigen. Also es ist auch wirklich sehr, jawohl, sehr brutal das Spiel, ne? Also ihr habt es ja gleich am Anfang in der Szene gesehen, wo die Hand einfach mal abgeschlagen wurde. Oder das hier, krank. Es macht mega viel Spaß. Auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, wo ich das entdeckt habe. Ich habe es irgendwo auf YouTube gesehen. Und dachte ich mir, komm, schau es dir an und zock's vielleicht selber und ja, jetzt nehme ich sogar für YouTube auf. Es sieht halt, schaut's euch an, ne? Also braucht glaube ich nicht viel zu sagen und ja, hier, guck mal, heftig. Heftig. Heftiger Scheiß. Okay, wir sind beide fast down, aber wir haben trotzdem gewonnen. Okay, 6. Ah, das ist ein Unentschieden. Okay, ich habe einen Moment nicht aufgepasst und wir haben verloren. Shit. Aber ihr seht schon, was das Spiel kann, ne? Wir sehen, wir sind in der Charakterauswahl. Wir haben verschiedene Charaktere hier. Wir haben hier einmal Samuel. Hier ist einer, der noch Work in Progress ist.
Kalkstein, Barra, Bask, Jack, Credon, Isabella, Mara, Alexander, Laszlo, Marie, Vater Sera, okay. Und dann noch ein. Und es kommen noch wahrscheinlich viel mehr. Spielmodi kann ich ja vielleicht auch mal kurz zeigen. Es wird eine Story geben, die ist aktuell noch nicht implementiert. Da kommt nur eine kleine Zwischensequenz. Online ist auch aktuell nicht implementiert. Schade, aber online kann ich mir vorstellen, wird das mega geil. Training, das ist halt so ein bisschen Tutorial und ja, freies Training halt, Optionen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt im Fight-Modus auch noch ein paar Optionen bzw. Features. Features nicht, Modi. Man kann halt Player vs. Player, Player vs. CPU, Survival-Modus, was wir eben gemacht haben. History Buff, das ist einfach nur jedes Mal, wenn du eine Partie gewinnst, kriegst du irgendwie so eine historische Geschichte. Keine Ahnung, hab ich nie wirklich verstanden. Ich mach mal vs. CPU einfach und es gibt auch einen First-Person-Mode. First-Person-Mode? Ja, First-Person-Mode. Der ist mega, das zeige ich zum Schluss nochmal. Also, der ist noch auch in einer sehr frühen Phase, noch früher als das Spiel selbst. Aber sieht schon mega cool aus. Ich mache mal einen normalen Modus und es gibt hier auch verschiedene ja, Messerarten, sagt man das so. Es gibt einmal Scharf, womit wir eben gekämpft haben. Dann gibt es einmal Holzschwerter auch, also wo man sich halt wahrscheinlich gar nicht ja, irgendwie wie wehtun kann oder zerschneiden kann. Thema habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und Synthetik ist, glaube ich, was ist das? Sind das diese für Degen, diese Dinger? Ich kann ja mal Synthetik machen, dann seht ihr, wie wir auch angezogen sind. So, und wir sehen, wir sind hier, wie heißen die Sportart? Fechten? Degen? Keine Ahnung. Aber so kann man sich natürlich nicht wehtun. Das ist dann eher so für die jugendliche Zielgruppe. Ja, keine Ahnung. Wenn man weniger auf Blut steht. Also gibt schon wirklich viel, was man hier machen kann, obwohl es, wie gesagt, in einer sehr frühen Phase ist. Vom Spielverhalten spielt es sich mit jedem Charakter ähnlich, aber die Kombis und die Bewegungen sind halt schon anders. Also die Buttons sind halt gleich, schlagen mit den X-Kreis, Viereck, Dreieck, also mit dem PS5-Controller. Mit den Trigger-Tasten kann man halt greifen und die halt so ein bisschen auf Distanz halten. Okay, das hat uns erwischt. Wenn wir noch einmal versuchen, eventuell einen Griff zu landen. Oh, irgendwie. Oh, okay. Jetzt passieren wir ja richtig vom Kalkstein. So, letzte Runde, glaube ich. Geben uns mal ein bisschen Mühe, zumindest. Oh, der war mies. Ey, den haben wir doch erwischt. Der versucht uns die ganze Zeit zu greifen. Okay, der hat uns erwischt. Wir haben verloren. Heftig. Okay, ich würde sagen, wir beenden mal kurz dieses Game und gehen mal wieder in das richtige Gefecht, ja, für Männer. So, wir sind wieder im Survival-Modus. Ich habe wieder Vater Zera genommen, oder Zara, wie der heißt, hier dieser Biester, mit dem Schwert. Wie gesagt, an sich vom Spielverhalten ähnlich alles, aber Bewegung, ne? Man sieht, der ist hier so ein bisschen besoffen, habe ich das Gefühl. Ich will mal hier so einen Griff landen, um euch das mal zu zeigen, wie das aussieht, aber die blocken hier die ganze Zeit diese Griffe. Jetzt, ja, hier seht ihr. Okay, der hat halt so einen Loser-Griff, einfach, der schlägt einfach nur mit seinem Schwert. Finde ich nicht so episch. Da gibt es welche, die hacken dann Kopf ab und so. Also das war schon, ist schon krass. So, wir versuchen mal gegen unseren Duplikat hier mal wirklich einen neuen Rekord aufzustellen. Und nach diesem Durchgang zeige ich euch mal den First-Person-Mode. Zum Schluss, der ist, oh, heftig. Einmal schön die Beine weggesenzt. Ja, der ist eindeutig besoffen. So, Runde 3. Also, wie gesagt, auf Dauer, ja, es sind halt immer dieselben Modi und... Holy shit, okay, das war mieser. Oh, heftig. Alter, was? Der lebt noch? Den haben wir doch voll... Jawoll. Holy shit, okay, krass. So, jetzt gegen eine Dame, das, Vielleicht einfach mal auf Distanz halten. Vielleicht bringt das ja auch mal was. Aber gefühlt auch die Charaktere haben unterschiedliche Taktiken auch. Das merkt man auch, umso mehr man spielt. Hallo? Ist die von mir? Ja, wir sind jetzt schon sehr, sehr doll angeschlagen.
Ich bin gerade ein bisschen konzentrieren, man merkt. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr geschwächt. Man sieht es an die blinkende linke Leiste. Das ist, glaube ich, so die Ausdaueranzeige. Man merkt, wie ich mich bewege. Das ist. Sehr, sehr. Okay, das ist wieder ein Unentschieden. Holy shit, okay, krass. Die blockt diese Griffe hier, ne? Man kann auch ein bisschen laufen, aber. Ich glaube, das ist nicht so klug. Jawohl, jetzt komm. Boah, heftig. Der war mies. So, ich will jetzt einen Rekord. Haben wir ihn? Jawohl, sehr geil. Alter, was? Okay, das. Ey, wir haben ihn noch erwischt. Der hat uns eiskalt erwischt. Ich würde sagen, ich mache noch einmal ein CPU-Fight im First-Person-Mode. So, ich habe hier so eine kleine Arena genommen als Map und ich habe Kalkstein genommen gegen Samuel. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Und wir sehen, es sieht irgendwie ganz cool aus. So in der Ego-Perspektive ist das Ganze nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Okay, der hat uns hier einmal kurz erwischt. Aber es ist mega schwer, jetzt irgendwie so die Reichweite rauszufinden. Das macht das Ganze nochmal so ein bisschen schwieriger. Ich habe es, wie gesagt, einmal nur ausprobiert, aber auch gleich verkackt. Es ist schon ein ganz anderes Erlebnis im First-Person-Mode, aber die Entwickler selber sagen, da haben wir ihn einmal erwischt, der hat mal unsere Verletzung am Gesicht, heftig. Die Entwickler sagen selber, der First-Person-Mode ist noch in einer sehr frühen experimentellen Phase und dass man zum Üben auf jeden Fall den Third-Person-Modus, also diesen normalen Modus nutzen soll. Ist ja auch gar nicht Third-Person eher. Okay, da hat er uns fett erwischt. Die Ego-Perspektive kann man erst freischalten, sobald man im Survival-Modus 10 Gegner erledigt hat. Das habe ich auch nur so mit Ach und Krach geschafft. Ich habe hier jetzt schon meine Probleme. Boah, okay, der war übel. Was? Der ist wieder ein Unentschieden, oder was? Wir haben uns gegenseitig erwischt. Ist wieder ein Unentschieden. Mann. Okay. Jawohl. Der war gut. Der war nice. Ich weiß gar nicht, was diese Zahlen oben links und oben rechts bedeuten. 69 und 6. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir halten die mal so ein bisschen auf Distanz. Können wir auch stechen? Nee. Boah, der war gut. Der war gut. Und das ist der Sieg. Das ist Sieg Nummer 3. Beziehungsweise ja, K.O. Nummer 3 oder Stecher Nummer 3. Und ja, ich würde sagen, mehr gibt es eigentlich zum Spiel nicht zu sagen. Schaut es euch unbedingt an, wenn ihr so auf realistische Schwert-Battle-Games steht. Hammer. Also ich muss sagen, wirklich, ich bin echt verblüfft, was der Entwickler hier in dieser frühen Phase des Spiels gezaubert hat. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich behalte es im Auge. Vielleicht mache ich da irgendwann nochmal ein Video raus, wenn da ein paar Updates noch rauskommen sind. Oder vielleicht zum Story-Modus, wer weiß. An der Stelle aber, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für das kleine, kurze, angetalkt-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.